Nachdem bekannt wurde, dass der Star Wars-Schöpfer George Lucas die Rechte an der von ihm erschaffenen Saga an die Walt Disney Company verkaufen würde, haben sich viele Fans gefragt, wie es denn nun mit ihrer Lieblingsfilmreihe weitergehen würde. Und nachdem nun mit Rogue One der erste Film aus der Anthology-Reihe erschienen ist, kann man sich nun einen guten Überblick darüber machen, was Disney mit Star Wars vorhat. Kleiner Spoiler, es wird gut. Und darum geht's auch heute um Rogue One, A Star Wars Story. Rogue One, A Star Wars Story geht 134 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben, erschien am 15. Dezember 2016 in den deutschen Kinos. Regie führte Gareth Edwards. Aber um was geht's denn überhaupt in Rogue One? Rogue One erzählt die Geschichte von Jyn Erso, die von den Rebellen mehr oder weniger gezwungen wird, an einem Auftrag teilzunehmen, der vorerst klein und ungefährlich klingt, später aber mehr und mehr zu einem nahezu unmöglichen Selbstmordkommando verkommt. Dabei gilt es, die Pläne des Todessterns, der ultimativen Waffe des Imperiums, zu stehlen und an die Rebellen zu übermitteln. Der große Gegenspieler Ursus ist Direktor Orson Krennic, welcher die oberste Aufsicht über den Bau dieser Superwaffe besitzt und alles Mögliche tut, eine Manipulation am Todesstern zu verhindern. Zudem hat Jyn einen weiteren Grund, Krennic zu beseitigen, weil ein in der Vergangenheit liegendes gemeinsames Ereignis ihr Leben für immer verändert hat. Die Handlung von Rogue One ist sehr stark und bietet viele Höhepunkte, kommt aber erst langsam in Fahrt, vor allem am Anfang ist sie ziemlich zäh und träge, aber das wird dann im Verlauf des Films immer besser und gegen Ende hin hat man es mit einer Handlung zu tun, die teilweise so sehr selten im Kino zu sehen ist. Sie besteht auch aus verschiedenen Handlungssträngen, die sich dann nach und nach zusammenfügen, was auch sehr intelligent gemacht ist. Allerdings entsteht daraus vor allem im ersten Drittel des Films ein hektisches Hin- und Herspringen zwischen den verschiedenen Planeten und zwischen den verschiedenen Personen. Die Handlung bleibt aber auch durchgehend sehr vorhersehbar. Aber sie geht immerhin sehr liebevoll mit der Originaltrilogie um, bietet viele Hommagen und Anspielungen, ohne dabei zu einer Nacherzählung zu verkommen. Außerdem werden sich viele Star Wars Fans auf die Rückkehr einiger alter, bekannter Star Wars Charaktere freuen. Der Cast in dem Film ist sehr gut und die Schauspieler sind allesamt sehr glaubwürdig und sie verkörpern ihre Rolle auch so, wie man es von einem Hollywood Mainstream Blockbuster erwartet. Ganz vorne mit dabei ist die bereits aus Die Entdeckung der Unendlichkeit oder auch aus Dan Browns Romanverfilmung Inferno bekannte Felicity Jones, die in der Rolle der Jyn Erso richtig aufgeht. Sie wirkt sehr glaubhaft und kann vor allem in emotionalen Momenten sehr scheinen und schafft es immer wieder dem Zuschauer das Gefühl zu geben, sie sei diejenige Person. An ihrer Seite befindet sich Cassian Andor, gespielt von Diego Luna, einem mexikanischen Schauspieler, dem man ebenfalls anmerkt, wie sehr ihm diese Rolle passt und wie sehr er in dieser Rolle auch aufblühen darf. Der Antagonist Direktor Orson Krennic wird von Ben Mendelsohn gespielt, den man bereits aus Christopher Nolans Film The Dark Knight Rises oder auch aus Ridley Scotts Historiendrama Exodus Götter und Könige kennt. Er verkörpert seine Rolle ebenfalls sehr gut, man nimmt ihm ab, wie sehr er den Todesstern schützen will und auch wie sehr er das Kommando über die Superwaffe behalten will. Kommen wir zum technischen Aspekt von Rogue One. Es handelt sich hierbei um den düstersten Star Wars Film bisher und das spiegelt sich nicht nur teils in der sehr depressiven Handlung wider, sondern wird auch gut dargestellt auf dem Bildschirm selbst. Allerdings ist dabei immer ein unglaublicher Look dabei mit Bildern, die sich teilweise noch Jahre danach im Gedächtnis des Zuschauers befinden werden. Das passiert vor allem dadurch, dass wir es mit einer verdammt guten Kameraführung zu tun haben und die auch teilweise einen sehr schönen und intelligenten Gebrauch von Symbolik macht. Auf dem Bildschirm selbst sehen wir auch tausende von Kostümen und Masken, welche man auch direkt aus Star Wars 4 A New Hope hätte entnehmen können und welche ebenfalls einen gewissen Faktor Nostalgie und andererseits auch wieder sehr düster rüberkommen.
Zu den Effekten kann ich nur sagen, der Film ist sehr CGI-lastig, aber das, was man zu sehen bekommt, ist hervorragend und allererste Sahne. Wenn man bedenkt, dass man es hier mit einem Spin-off zu tun hat, fragt man sich, woher hat Disney das ganze Geld und was wollte man genau mit dem Film erreichen? Was vor allem auch einige Star Wars-Fans freuen könnte, ist, dass man zwei Personen, welche bereits verstorben sind, aber die einen großen Teil in der Originaltrilogie hatten, ebenfalls nochmal am Computer nachgestellt hatte. Diese Personen sehen teilweise so realistisch aus, dass ein normaler Zuschauer nicht erkennen dürfte, dass es sich hierbei um computergenerierte Effekte handelt, sondern man meint, es seien wirklich echte Schauspieler mit sehr guten Masken. Der Film ist nicht nur eine Augenweide, sondern auch Sahne für die Ohren. Vom Blasterfeuer oder auch Explosionen oder auch das Stampfen der AT-ACTs, alles wirkt dermaßen gut und lässt einen fast vergessen, dass man es nur mit einem Film zu tun hat. Dazu kommt noch der hervorragende Soundtrack, welcher von Michael Giacchino komponiert wurde und einzelne Themes und Stücke aus der alten Trilogie aufnimmt und geschickt verändert und diese dann neu implementiert in Rogue One. Und dabei merkt man auch, dass es sich dabei nicht um einen Teil der Haupthandlung handelt, sondern um einen Spin-off, weil die Musik teilweise so anders ist verglichen zur alten Star Wars Musik, aber immer noch sehr hervorragend und wir sind auch der Meinung, dass es sich hierbei um einen der besten Soundtracks aus dem gesamten Star Wars Universum handelt. Kommen wir zum Fazit. Rogue One hat, von einigen anfänglichen Schwächen abgesehen, eine hervorragende Handlung, die sich perfekt zwischen Episode 3 und Episode 4 ansiedelt und einen guten Teil zum gesamten Star Wars Universum beiträgt. Dazu kommt noch, dass der gesamte Film sehr hochwertig ist, die Schauspieler einen wahnsinnig guten Job machen, ebenso wie die Setdesigner, Masken- und Kostümbildner und auch die VFX-Supervisor. Der Soundtrack ist natürlich auch hervorragend. Somit ist Rogue One einer der besten Star Wars Teile überhaupt zusammen mit Episode 5 und kann durchwegs als einer der besten Filme des letzten Jahres angesehen werden. Wenn man nun die Pros und Cons abwiegt, kommt man zu einem sehr guten Ergebnis und wir haben uns auf sehr faire und gute 8 von 10 Punkte geeinigt. Nun würde mich eure Meinung zu dem Film interessieren. Habt ihr ihn schon gesehen? Wollt ihr ihn noch sehen? Und wenn ihr ihn schon gesehen habt, was denkt ihr darüber? Wird er dem Star Wars Universum gerecht? Schreibt es unten in die Kommentare hinein. Wir freuen uns schon auf die nächste Filmkritik mit euch. Bis dahin!